Komm mal her, ne? Habe ich jetzt Lipgloss hier? Und wenn ich sehe auch schön aus, oder? Mit Lipgloss. Ja, natürlich. Hi, ist Leila und... Und ich bin Mike. Wir dachten, wir machen heute mal eine kleine Einschätzung zu den Paaren von... Prominent getrennt. Wir gucken einfach mal, was wir so dazu sagen, was wir denken. Vielleicht wird es ja wieder was mit den Paaren, vielleicht wird es nichts. Vielleicht gibt es einen richtigen Krieg. Und dann schauen wir jetzt. Schauen wir mal. Also fangen wir mit dem Pärchen hier an. Also er heißt Mike und sie heißt... Genau. So heißt sie. Genau. Ich weiß nur, dass sie im Sommerhaus, dass da auf jeden Fall gekriselt hat, Aha. Wo die da waren. Mhm. Ja, dann schauen wir mal. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber ich denke tatsächlich, bei denen könnte noch mal was laufen. Echt? Könnte. Bei den beiden könnte noch mal eine Verbindung entstehen. Aber so gut kennen wir sie halt jetzt nicht. Wie heißt sie? Michelle. Mike und Michelle, genau. Könnte, muss aber nicht. Ja, das machen wir später. Da bin ich richtig gespannt, ne? Die machen wir jetzt. Der Thorsten, Nico. Thorsten ist der Papa. Nico und Sarah. Da bin ich gespannt, weil ich habe das nicht geschaut. Mhm. Aber der hat die ja, glaube ich, richtig hart Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, ob er die betrogen hat. Ich meine aber schon. Ich meine, der hat schon gut. Ja, der hat richtig Gas gegeben. Ja, also meinst du, die streiten sich jetzt, oder was? Ja. Echt jetzt? Also wenn jemand dich so hart verarscht hat und du dann da mit dem eingesperrt bist. Ja gut. Also ich glaube, wenn die aufeinandertreffen, sie könnte sauer sein auf ihn und er wird versuchen, das entspannt zu machen. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der so ein bisschen auf cool macht. Der sieht nicht aus wie einer, der so richtig hart seine Fehler einsieht. Und dann damit umgehen kann. Wie sieht denn einer aus, der die Fehler einsieht? Wie sieht man denn da aus? Ja gut, da haben wir jetzt kein Beispiel mehr. Ach so, okay. Nee, bei denen wird nichts mehr. Nee. Aber das könnte hitzig werden. So, wen wählen wir aus? Die beiden? Ja. Okay. Die finde ich ja so süß. Echt? Ja. Da müssen wir jetzt kurz auf die Sprünge helfen mit den Namen. Chiara und Lukas. Das ist so Chiara ein und Lukas. Bachelor-Kosmos-Pärchen. Genau, da käme ich jetzt noch nicht so aus. Ich meine, ihn habe ich schon mal irgendwo getroffen. Einmal kurz. Kann sein, ne? Dass ich dich schon mal getroffen habe irgendwo. Beide. Ich habe die beiden auf 2, 3 Events getroffen und mit ihr habe ich tatsächlich mal geschrieben ein bisschen. Ich habe die getroffen, weil sie noch ein paar waren. Okay. Also ich glaube, die waren gar nicht so übertrieben lang zusammen, aber die sind auch dann zusammengezogen. Er war, glaube ich, in Hamburg, dann nach Köln und so. Und dann war ich, glaube ich, bei Bachelor in Paradise, kam raus, auf einmal waren die getrennt. Ich war richtig traurig, gell? Wie? Als ich gehört habe, dass die nicht mehr zusammen sind. Echt? Weil ich die so goldig fand, ja. Hat sie ja ein Weinchen getrunken und so, weil traurig bist du so. Also ich habe gehört, aber ne, kein Brief und Siegel, dass er wohl... jemand gemacht hat. Mhm. Ja gut, das ist blöd. Das ist blöd, da machen wir natürlich nicht. Ja, aber ich glaube, dass die beide so reif genug irgendwie sind, dass die so gut miteinander da drin umgehen können. So auch mit Respekt und so. Also sieht er jetzt so aus wie einer, der seine Fehler einsieht? Er sieht aus wie einer, der seine Fehler einsieht. Okay, so sieht dann also einer aus, der seine Fehler einsieht. Ja. So. Und wie sehe ich dann aus? Also bei Prominent getrennt, es gibt ja auch immer so eine Phasen, wo die sich dann aussprechen, wo die dann zu zweit sitzen und so. Ja. Alleine und dann über die Sachen reden, die sie vielleicht falsch gemacht haben. Vielleicht finden die ja da wieder zusammen. Bei so einer Stelle, da weiß ich, dass wir Taschentücher brauchen. Echt? Weil das wird, glaube ich, richtig... Bei den beiden, echt jetzt? Ja, ich glaube, es wird richtig emotional. Ach, krass. Weil die beide so liebevoll sind. Also du kennst sie, du sagst, die könnten gewinnen. Die könnten gewinnen. Die könnten nach vorne kommen und dann wird harmonisch. Ja, und ich hoffe auch, dass die danach vielleicht irgendwie wieder zueinander finden. Ach, das ist aber süß. Zieh eine Karte. Oh... Tommy und Sandra. Ich würde schon sagen, das ist mein Favoritenpärchen, weil da Tommy dabei ist. Tommy mag ich. Also guck mal, ich weiß, viele halten nicht so viel von ihr. Bei dir weiß ich nicht, du warst ja auch mit der in der Show. Ja. Aber mir tut die irgendwie immer ein bisschen leid. Die ist halt irgendwie, wie die ist, aber die schadet ja niemandem. Weißt du, was ich meine? Ist halt eine ruhige. Ja. So habe ich sie wahrgenommen. Ja. Ruhig. Die braucht einfach Liebe. Die wird sich selbst mit Kim streiten, gell? Das auch. Das 100%. Also Sandra wird sich auf jeden Fall zu 1.000.000% mit Kim streiten. Und da gibt es ja noch so eine Sache. Sandra fand ja Max ganz gut bei I Was One. Ach. So, da weiß man natürlich auch nicht, ob da jetzt irgendwie was geht. Könnte, kann ich jetzt nicht ausschließen. Hat sie sich aber bei iTunes mit Kim gut verstanden oder nicht? Ne, absolut nicht. Oh je. Sie war
die, mit der Kim am wenigsten klarkam. Ach du Heil, boah, die ja. Arme. Dann, das Bild war das danach schon, weil die sieht da ein bisschen fertig aus. Da hat die ihren Ex, eine Olle, mit der die sich hart gestritten hat und eine Person, die die geil fand. Genau, der die aber nicht wollte. Oh, die Arme. Guck, das sage ich doch, die tut mir einfach immer leid. Das wird nicht einfach für Sandra. Aber die ist eine Maschine. Boah, ja, das fällt mir gerade erstmal ein. Max ist ja da und Kim ist ja da. Oh. Das ist so gemein. Oh, eine Witz. Ist da eine Person dabei, mit der sie sich gut versteht? Ich soll mal gucken. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das werden wir ja dann sehen. Das werden wir sehen. Aber ich denke, für die Spiele werden sie gut agieren. Die werden gut agieren und werden die Spiele souverän meistern. Da bin ich mir schon sehr sicher eigentlich. Ja, das ist auf jeden Fall. Also bei den Spielen werden die ein gutes Team sein. Ja, also ist die potenziell, nur die Wahrscheinlichkeit, die potenzielle Wahrscheinlichkeit, boah, guck dir das an, ist sehr hoch, dass die beiden gewinnen könnten. Kommen wir zu Max und Luisa. Luisa. Ich kenne beide. Mhm. Du? Ich kenne keinen. Kennst keinen? Und denkst du, da könnte noch mal was gehen? Würde ich jetzt nicht ausschließen. Weißt du, was ich aber gesehen habe bei TikTok? Hm. Dass sie jetzt wohl eine Frau datet. Ja gut, das ist jetzt... Ja, aber dann, wenn sie eine Freundin hat, dann macht sie ja nichts mit ihrem Ex. Wenn die jetzt da jemanden hat, dann ist es natürlich schwer. Ansonsten würde ich sagen, könnte schon was gehen. Ich würde sogar sagen, bei Max und Luisa ist das Potenzielle, was da was geht, am höchsten von dem Pärchen jetzt. Aber meinst du, dass dann nur was geht oder dass die auch wieder zueinander richtig finden? Boah, das könnte auch sein. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Irgendwie sehen die schon cute aus zusammen. Ja, die matchen auf jeden Fall top. Sie weiß, was er gut kann und er weiß, was sie gut kann. Ja, andersrum auch, ja. So, weißt du, ja. In den Spielen weiß er zum Beispiel, da sind ihre Nachteile, da muss ich mehr machen. Mhm. Also ich denke schon in den Spielen, ja, dass sie da gut sein schon werden. Gut abliefern. Ja, auf jeden Fall. Aber der kommt mir so skrupellos irgendwie rüber. Wie skrupellos? Ey, der hat da einfach seine Freundin betrogen und wusste, dass sie das alles sieht. Ja, da hat er. Das finde ich schon schlimm, deswegen kann ich den nicht so gut einschätzen. So, ne? Und sie kann ich halt nicht einschätzen, ob die so ist, dass sie so sagt, ja, wenn der sich richtig gut wieder entschuldigt und so, dann, weil ich habe den ja so geliebt, ich gehe wieder zurück. Ja, oder ja. Ob die so sagt, so, ey, das machst du mit mir einmal und nie wieder. Denkst du, er würde da drinnen was mit irgendeiner haben? Boah, also, ich kann ja nur von I Use One sprechen, wo ich mit ihm zusammen war, mit Kim zusammen war und mit Sandra zusammen war und mit Emanuel auch zusammen war. Also mit Kim hat er natürlich auch was gehabt. Also die haben sich mal geküsst und Sandra hat er auch geküsst. Und mit Sandra hat er also auch mehr, weil da war er aber auch unter der Dusche und sowas alles und solche Sachen. Und zusammen schlafen im Bett und so. Ja, ja gut, vielleicht hüpft er dann auch doch zu einer anderen. Also er könnte jetzt rein theoretisch vom praktischen her zu Kim rüberhüpfen oder zu Sandra rüberhüpfen. Ja. Oder vielleicht mal was ganz Neues. Oder vielleicht mal was ganz könnte Neues. Könnte ja auch mal spannend sein. Da sind natürlich hier auch ein paar noch dabei. Ja, ne? Da sind ja ein paar hübsche. Ja. Hübsche Mäuse dabei. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal. Ja. Ach komm, lass es uns doch hinter uns bringen. Jetzt mach endlich. Sommer. Ja. Okay. Oh, wen haben wir denn da? Kim und Emanuel. Also wir können eigentlich gerne über Emanuel sprechen. Emanuel ist ein super Typ. Emanuel ist top. Emanuel, du bist ein korrekter Typ. Und das war's eigentlich schon. Können wir weitermachen? Ja, gut. Also ich habe ja schon mal ein Aufeinandertreffen mit den beiden mitgemacht. Ach, bei Also ja, One. Stimmt. Ja, 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 genau. Das. Wie man es erwartet. Ihre Seite Feuer, seine Seite Wasser. Und ich denke mal, so wird es da auch ablaufen. Ja, das hätte ich aber jetzt auch erwartet, obwohl ich er ist ein Lieber. Nicht mal weiß. Er ist ein sehr, sehr lieber ja, Typ. Ja, ich glaube, der geht so voll entspannt da rein und sie ist wieder richtig auf so Angriff, gell? Ja, ja. So wird es sein. Ja. Sehr starke Nerven, Emanuel, wünschen wir dir, gell? Und welche machen wir? Die beiden? Ja. Okay, da muss man jetzt auf die Sprünge helfen mit dem Namen. Ich glaube, sie heißt Gina. Ja, Gina und? Weiß ich leider nicht. Emily. Gina und Emily. Gina und Emily. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts drüber, wie lange die zusammen waren, ob die zusammen gewohnt haben, ob die jetzt verheiratet waren. Ich weiß da jetzt nichts drüber. Ich weiß da gar nichts drüber. Also optisch würde ich schon sagen, dass sie gut zusammen passen. Ich glaube, die Gina habe ich ein paar Mal irgendwie auf meiner For You-Page oder so gehabt. Aber in Kombination oder überhaupt einzeln als Charakter habe ich absolut keinen Plan. Ja, ist schwer. Die haben Frauenpower, könnte auch sehr, sehr gut funktionieren in den Spielen. Vor allem das Gute bei denen ist auch, also glaube ich, weiß ja nicht, wieso der Stand ist von den beiden, aber die könnten ja gar nicht diese Eifersuchtsprobleme da drin haben, wie andere Pärchen. Stimmt, dann vielleicht. Ja. Aber ob da jetzt noch mal was Comeback-mäßiges oder so, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. So, last but not least, Tim ja. und Melina.
Also sie guckt auf jeden Fall so, als ob sie noch ein Hähnchen mit dem zu rupfen hat. Guck mal, ich kenne beide, persönlich auch. Waren die lange zusammen? Nee, so lange waren die nicht zusammen. Ich meine, kein Jahr. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, liegt, glaube ich, 2-3 Jahre zurück so. Und immer, wenn ich mit den beiden war, hat jetzt keiner über die Sache gesprochen so. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er eigentlich so ein Gechillter ist. Also, dass der jetzt nicht so auf Krawall gebürstet ist und da so rumstreitet und extra provoziert oder so. Also ich glaube, der wird sich gut mit den Leuten verstehen. Ja, würde ich auch sagen. Bei Melina ist das schon mal anders. Die könnte da auch schon mal Attacke machen. Ja, da brauche ich dann Popcorn. Potenzielle Action. Sind beide schon sehr schlau, haben beide was im Köpfchen, sind sportlich. Ja. Wie sie jetzt als Team funktionieren, weiß ich nicht. Aber auch hohes Potenzial zu gewinnen. Okay. Würde ich sagen. Unter der Voraussetzung, dass sie sich gut verstehen. Comeback, glaube ich, auf gar keinen Fall. Nicht? Comeback, glaube ich nicht, nee. Ja, aber vielleicht gibt es ja dann doch ein Comeback, wenn man ja so ein paar Jahre so sich ein bisschen vielleicht verändert hat und so. Und dann ist man da wieder so eingesperrt, dann kommt diese alte Liebe wieder so hoch. Boah, du hast ja richtig Disney-Film jetzt hier draus gemacht. Alter Schwede. Boah, also wenn das so ist, ne, dann gibt es eine neue Disney-Verfilmung hier. Ja, Melina und Tim. Könnte, dass sie zusammenkommen, glaube ich aber nicht. Du glaubst vielleicht schon. Ja, also ich kann es mir schon vorstellen irgendwie. Wenn bei den beiden sieht das schon aus wie eine Kampfansage hier, ne, auf dem Bild. Ja, schon. Deswegen habe ich ja gesagt, sie guckt auf jeden Fall so, als ob die ein hartes Hühnchen mit dem zurückfahren. Die Frage ist, ob die sich gegenseitig als Kampf sehen oder ob die Challenge als Kampf sehen. Das ist jetzt, das kann man jetzt nicht deuten hier auf dem Bild. Aber die werden auf jeden Fall für mich ein favorisiertes Team als Gewinner. Okay, also haben wir drei. Einmal Melina und Tim. Melina und Tim. Lukas und Chiara. Tommy und Sandra. Und Tommy und Sandra, genau. Also, die drei haben wir. Ja, das sind unsere Top 3. Genau, als favorisiertes Gewinnerteam. Gewinnerpärchen. Ex-Pärchen. Also die drei könnten das schon reißen. Da wird schon eine sehr, sehr spannende Sache hier mit den ganzen Pärchen. Da ist sehr, sehr hohes Stresspotenzial und Amore-Potenzial gibt es auch. Da ist auf jeden Fall Feuer drin. Das wird echt spannend. Das wird eine wilde Sache. Ja. Guck, wie wir uns halt angucken. Vor allem Popcorn, müssen wir alles. Auch unsere Einschätzung so. Ja, ja. Ob die richtig sind. Jetzt haben wir uns ja schon weiter aus dem Fenster gelegt. Ja, ja. Da können wir uns eigentlich mal ein paar Prozente was abgeben dafür, abgeht, dass wir nicht geglaubt haben. Jetzt gehen wir nach Hause kommen. Ihr wollt keine News zu Prominent getrennt verpassen? Dann abonniert jetzt hier oben den RTL Plus Kanal. Bereit? Ja. Ich bin auch bereit. Wofür sind wir bereit? Ab dem 3.4. Was kommt da? Ah, Prominent getrennt. Auf RTL Plus. Und wenn ihr jetzt noch andere Sachen auf RTL Plus sehen wollt, klickt da.